So, moin und herzlich willkommen bei Motorrad Christiansen. Hier, das ist der Markus, den habt ihr vielleicht in so ein paar Videos schon mal im Hintergrund gesehen. Er ist so der Spezialist bei uns für ältere Motorräder, Vergasergeschichten und schraubt auch immer Vespa. Mein Beileid. Mein Beileid. Danke. Das ist immer ein bisschen schwierig. Für einen Kumpel von mir restaurieren wir eine Vespa komplett, also wirklich einmal alles mit Sandstrahlen, mit Lack, mit Motorüberholen. Da wollen wir euch mal ein paar Sachen zeigen, die wir so machen. Wir haben sowieso super viele Vespa-Kunden, also wenn ihr Piaggio-Vespa-Fahrer seid, möchtet Reparaturen, Restaurationen haben, da haben wir sehr, sehr viel Erfahrung mit wirklich hunderte Fahrzeuge, die wir da schon gemacht haben. Ne? Mein Beileid nochmal. Jetzt zeige ich euch mal eben einmal, worum das so geht. Der Markus hält jetzt einmal die Kamera, muss mal einmal deine Fluppe wegschmeißen. Wie ihr mitbekommen habt, in den letzten Videos sind wir ja gerade erst hier hingezogen und richten uns halt noch zum größten Teil ein. Deshalb sieht das auch noch ein bisschen chaotisch aus, ist aber nicht schlimm. Hauptsache, wir sind erstmal arbeitsfähig und können soweit alles fertig machen. Braucht noch jemand Einkaufswagen voll Öl? Ne, da seht ihr auch schon die Vespa, der Zustand ist echt mies. Ihr seht halt super viel Rost, aber Markus hat schon alles entfernt, Fußleisten sind weg, Typenschild ist weg, also hier ist schon alles nackt. Dann wird natürlich Sand gestrahlt, alles fertig gemacht, so Lagerschalen und so, die hat er noch drin gelassen, damit dann hinterher nicht so viel Lackrotze da drin ist. Und wir möchten auf jeden Fall, dass das Fahrzeug hinterher wie neu aussieht und wir machen wirklich alles an dem Ding. Wir bestellen immer sehr viel bei SEP, habt wahrscheinlich schon gerade so einen Karton auf der Hebebühne gesehen, für Sachen, die Piaggio nicht mehr liefern kann. Produzieren die ziemlich viel nach, da werdet ihr eigentlich immer fündig. Und wir können uns jetzt mal eben ein, zwei Sachen am Motor angucken. Da hole ich mal ein bisschen aus. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, hat das Ding Benzinhahn. Wenn man den nicht zumacht, schafft der Vergaser meistens älteren Datums das nicht mehr, das Benzin einfach im Tank zu lassen. Also bei längerer Standzeit, ne? Genau, und dann füllt sich, wie man hier sieht, das Kurbelgehäuse mit Flüssigkeit. Das sieht man hier ziemlich gut. Also hier stand wirklich dann, oft ist das ja bei den alten Vespas, Wochen, Monate stehen die rum bei schlechtem Wetter, wenn man die nicht mehr nutzt. Ja. Und dann steht das Kurbelgehäuse voll mit Sprit. Und das hat den Effekt, dass wenn man den Kickstarter benutzt und diese ganze Flüssigkeit komprimieren will, das geht ja nicht. Das geht nicht so einfach wie bei Luft. Flüssigkeit lässt sich nicht zusammendrücken. Und dann gibt es einen schönen Pressschlag auf den Kolben. Und das heißt, ihr tritt den Kickstarter, der Kolben genau. Will nach oben wandern Richtung Zylinderkopf. Dann ist da jede Menge Flüssigkeit drin, dann macht das einmal Rums. Genau. Und da der Kickstarter nur eine Seite dieser sogenannten Kurbelwelle antreibt, dreht er das so richtig schön weiter, während die andere, während der Kolben hier eigentlich alles abbremst und die andere stehen bleibt. Das heißt, so ein Zehntelmillimeter verrutscht dann diese Wange immer ein bisschen. Ja. Das heißt, wenn ihr den Kickstarter tritt, die eine Seite bleibt quasi stehen und die andere von der Kurbelwelle und die andere Seite, die dreht ihr so ein Stück rum und dann ist die Kurbelwelle verdreht und dann sieht man hier auch so Höhenversätze, ne, dass jetzt hier nochmal einmal den Daumen weg, ne, dass jetzt hier die eine Wange höher ist als die andere, die ist zwar insgesamt auch ein bisschen größer vom Durchmesser wegen der Kurbelgehäusevorverdichtung, aber die verdreht sich dann, ja, und dann kannst du die Kurbelwelle eigentlich nur noch so wie hier in diesem Fall auch in die Tonne schmeißen. Und das Schlimmere ist, genau, dass dieser sogenannte Drehschieber, der sitzt hier drin. Da oben drauf ist der Vergaser. Da kommt das Benzin-Luft-Gemisch rein. Genau, das Gemisch durch. Und dann sollte der hier, wenn der so rüberdreht, dieses Loch abdichten. Genau. Deshalb sieht man auch, wenn die Kurbelwelle hier drin ist, also diese Lücke, ich muss mal ein Stück zurück hier, zwischen Gehäuse und Kurbelwelle ist super, super eng. Ja, und so, wenn die Kurbelwelle verdreht ist, dann macht das einmal Ratsch. Genau, und dann passiert das hier. Dann sieht man das so wie hier. Ich hoffe, wir kriegen das ein bisschen drauf. Jetzt haben wir da jede Menge Riefen an dem Ding. Und das ist natürlich Mist. Ja, also wenn ihr eine alte Vespa habt, die einfach irgendwie so ganz zufällig mal anspringt und mal wieder nicht und dann wieder doch und wieder nicht, ist es meistens das Problem. Weil also es muss dann irgendwie gerade so passen, dass beim Antreten der Schieber richtig schließt, sonst zieht er sich ständig falsche Luft oder komprimiert nicht vor. Ne? Also behält dann das Gemisch nicht im Kurbelgehäuse, sondern drückt das wieder weg. Wodurch du dann zu wenig Kompression hast und die Möhre wieder nicht anspringt. Genau. Und das ganz Schöne dabei ist, dass noch die Lager natürlich durch die verdrehte Kurbelwelle, die taumelt dann. Dann gehen die Kurbelwellenlager auch sehr schnell kaputt.
Und wenn man damit eine Zeit lang rumfährt, dann kannst du eigentlich den Motorblock irgendwann nur noch wegschmeißen. Ja. So wie in dem Fall jetzt hier, da werden wir Kaltmetall auftragen, das dann passend für die Kurbelwelle anschleifen, damit die wieder ordentlich vorverdichtet. Und den Motor kriegen wir jetzt noch saniert. Das haben wir auch bei anderen Kunden schon öfter gemacht und die fahren da seit zigtausend Kilometern mit rum. Funktioniert super, ist aber eine kostspielige Sache. Auch hier bei so einer Vespa-Restauration, da redet man so von 6.000-7.000 Euro, bis das Ding wieder auf der Straße steht. Aber ihr werdet hinterher das Ergebnis sehen, das ist natürlich mega, ne? Also das macht dann hinterher auch Spaß, das wieder zusammenzubauen. Das hier war eine PX80 oder P80X? P80X. P80X. Gut, ist ein 200er Motor drin. Genau, ist von den Vorbesitzern schon mal umgebaut worden, deshalb steckt hier schon so ein riesen Kolben drin. Wenn man sich da nicht ein bisschen drum kümmert und die Karre regelmäßig bewegt, wirklich regelmäßig, und immer den Benzinhahn zumacht, wenn man das nicht macht, dann passieren solche Sachen, dann werden auch die Kurbelwellendichtungen undicht, die Simmerringe, die das ganze Gehäuse abdichten sollen. Da kommt dann wieder Fremdluft ohne Benzin durch und dann sieht der Kolben auch irgendwann so aus, dass er überall Riefen kriegt, weil er reibt. Ne? Und immer wenn er an der Zylinderwand reibt, wird er ein bisschen größer und klemmt dann fest. Was dann auch wieder dazu führt, dass die Kurbelwelle verdreht. Also merkt euch, wenn ihr das Fahrzeug parkt, alte Vespa, Benzinhahn zu. Das sollte man wirklich immer machen, auch wenn man nur 3-4 Stunden irgendwo reingeht. Macht den Benzinhahn zu, macht ihn wieder auf, habt da den ganzen Ärger nicht. Einfach eine Bewegung mit dem Schlüssel. Schlüssel, ja. Benzinhahn. Also über die Restauration, wir haben ja schon angefangen auseinanderzubauen und wir hatten vorher keine Zeit zu filmen. Wir werden euch aber jetzt Schritt für Schritt begleiten. Und wir fangen nächste Woche auch an, uns für die Custom Bike vorzubereiten. Wir fahren dieses Jahr im Dezember auf die Custom Bike als Aussteller, werden da diverse Projekte euch zeigen und ihr werdet bei YouTube natürlich dabei sein. Wir möchten jetzt viel, viel mehr liefern als vorher. Keine Neufahrzeugvorstellung mehr, aber Werkstattalltag, Custom Bikes, die wir bauen und andere coole Sachen. Da wird richtig, richtig viel cooles Zeug kommen. Ja, besten Dank, Markus. Ich hoffe, wir sehen dich jetzt öfter mal in einem Video. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.